Also nach Tyndrum sind wir an Tag 3 gekommen, dann sind wir an Tag 4 eben kurz bis vor dieses Van auch Moor gelaufen und ja, und sind dann halt eben an Tag 5 ins Rennoch Moor, durch das Rennoch Moor und haben eine doppelte Etappe machen müssen, weil der ursprüngliche Plan gewesen wäre, tatsächlich im Rennoch Moor zu zelten. Ich weiß nämlich ja rein zufällig eben diese ein, zwei Plätze, wo man ein Zeltchen aufstellen konnte, habe mir aber vorher schon gedacht gehabt, das ist sehr wetterabhängig, also nur wenn wir wirklich gutes Wetter haben und wir in Tyndrum erfahren, dass das Wetter die nächsten Tage auch gut bleiben soll, dann hätte ich das Risiko eingegangen und hätte gesagt, wir machen also eine Etappe, die wir irgendwie quasi in der Mitte unterbrechen sozusagen. Im Rennoch Moor und hätten dann sozusagen 1,5 Tagesetappen gemacht, wie wir es an den anderen Tagen auch gemacht haben, so immer circa 1,5 gemütliche Tagesetappen. War, macht eine anspruchsvolle, aber jetzt nichts Mörderisches. Leider ging das nicht, weil wir eben durch diesen Schneesturm und alles zugeschneit genau wussten, dass Zelten im Rennoch Moor ziemlich tödlich gewesen wäre. Mussten also davor bleiben, hatten an dem Tag insgesamt eine sehr gemütliche Etappe, wozu es auch Bildmaterial gibt, aber das habt ihr ja schon gesehen. Ja. Ein Verkehr ist hier heute, mein Gott, was ist denn da für eine Stadt in der Nähe? Also mal ganz ehrlich, wie habt ihr das gemacht? Also, das sind die war heute Morgen gefroren. Wir haben uns ein bisschen an die Seite gemacht. Und ja, war eine schöne Etappe, aber halt relativ gemütlich. Wir sind dann um 3 oder was schon am Lagerplatz angekommen und haben uns halt den Rest des Tages die Zeit ein bisschen vertrödelt. Es kamen auch ein paar Hirsche vorbei. Die wilden Hirsche in Anführungszeichen entlang des Versailles Ways werden von den Wanderern ganz oft gefüttert und haben sich daran gewöhnt, dass Wanderer ihnen A nichts tun und B ihnen häufiger mal was zu essen geben, kommen dann halt an und gucken einen mit großen Augen aus so einer Entfernung an, um einem zu verstehen zu geben, man möge ihnen doch irgendwas Leckeres zu essen geben. Uns waren die nicht so ganz geheuer, beziehungsweise meinen Mitreisenden waren die nicht so ganz geheuer. Mich hat es jetzt nicht so sehr gestört und fand das irgendwie ganz witzig, dass man sich so einen Hirsch mal so aus der Nähe wirklich mal angucken kann. Anfassen konnte man sie dann auch nicht, dann sind sie ein paar Schritte zur Seite gegangen. Wirklich geflüchtet sind sie nicht, aber jedenfalls hatten dann ein Teil der Gruppe, wir waren zu diesem Zeitpunkt schon eine Gruppe, da hatte sich am Zeltplatz dann einiges angesammelt an Leuten. Einiges meint 6, glaube ich. Das ist vergleichsweise viel, weil wir schon die meiste Zeit alleine unterwegs waren. Im Sommer ist es da übrigens so bombevoll, da hast du auf dem Zeltplatz Lagerstimmung, also 20, 30 Leute, gar kein Thema. Naja, also Zeltplatz meint so einen offiziellen Platz, an dem man zelten soll, damit die Natur möglichst wenig Schaden nimmt. Das meint nicht, dass es da irgendwelche Duschen oder Klos oder sonst was gibt. Das ist einfach nur eine vorgesehene, etwas gemähte Rasenfläche. Das ist alles. Also mehr gibt's da nicht. Ich muss sogar die Kühe vom Weg vertreiben. Jetzt standen sie so Ochsentür auf dem Weg. Also, geht's noch? Echt, hast du die Kühe vertrieben? Das war mutig, du. Ich bin kuscht euch. Ja, wenn ich die mit auf dem Weg stellen, wollen wir ja. Diese Hirsche, die waren dann halt eben das Gesprächsthema des Abends, die irgendwie wieder loszuwerden. Es kamen dann ein paar Schotten und haben gemeint, wieso loswerden? Die tun doch nichts, sind in ihrem Zelt verschwunden und haben sich nichts weiter drum gekümmert. Verschwunden sind die Hirsche dann, indem meine Mitreisende auf einen Hirsch zugelaufen ist, weil sie eigentlich dran vorbei wollte, um irgendwo im Gebüsch zu verschwinden. Der Hirsch das aber wohl irgendwie falsch aufgefasst hat, als wollte sie ihm was tun. Also die Hirschin, muss man dazu sagen, Hirschkuh, es waren fast alles Kühe. Nur ein wirklicher Hirsch, also der Mann, war da. Und ja, die ist dann abgehauen. Meine liebe Mitreisende dachte, er greift sie an, oder sie greift sie an in dem Fall, rannte zurück in unser Lager, flog volle Kanne über die Zeltschnur und hat dabei ein solches Radau verursacht, dass sämtliche anderen Hirsche, die wir nicht losgeworden sind, dann geflüchtet sind. Hat sie toll gemacht. Sie hat sich übrigens nicht großartig wehgetan, das Ganze war super lustig und hat die Moral in ungeahnte Höhen gehoben. Jo, am nächsten Tag sind wir dann übers Rennoch Moor und dazu gibt es tatsächlich mal ein paar bisschen Bildmaterial und da brauche ich dann gar nicht so viel zu erzählen, zumal ich ja schon beschrieben habe, was das Rennoch Moor eigentlich ist. Schau es mal selbst.
Und da hinten kommt der Rest der Gruppe, der ich gerade davon gelaufen bin. Wir sind jetzt spontan irgendwie zur Gruppe geworden. Und heute ist der erste Tag mit so richtig schönem Wetter. Und deshalb laufen wir heute auch mal eine doppelte Etappe von ca. 30 Kilometern. Ich bin jetzt ein bisschen weggerannt, weil mir das langsame Getrappel da das die ganze Zeit durchhalten möchte. Ein bisschen auf die Nerven ging. Ist an sich keine gute Idee. Eigentlich sollte man das ja schon durchlaufen. Ich komme nicht viel zum Filmen. Es regnet die ganze Zeit. Wie gesagt, heute der erste Tag mit schönem Wetter. Jetzt will ich aber auch mal ein bisschen Strecke machen und einfach mal genießen, im Trockenen unterwegs zu sein. Deshalb komme ich echt nicht viel zum Filmen. Es geht bei Regen einfach nicht und dann bin ich teilweise auch einfach zu K.O. und ist zu anstrengend. Also ich hoffe, ihr seht es mir nach. Und ja, ist ja auch Urlaub. Ich guck mal, dass ich jetzt noch ein paar schöne Landschaftsaufnahmen mache. Schneidet euch das dann irgendwie zusammen und dann sehen wir weiter. Ne? Bis später. Ja, mittlerweile bin ich mal oben. Der Anstieg hat sich jetzt eine Weile hingezogen. Sieht nicht schlimm aus. Ist es aber. Okay, ich habe gecheatet. Eigentlich ist oben natürlich da, wo dieser Stein steht. Aber der Weg da nicht lang geht, muss ich da jetzt nicht unbedingt hoch. Jo, und da das Ganze dann eine doppelte Etappe sein sollte, hatten wir dann das große Problem, dass wir eben noch eine Tagesetappe dranhängen mussten. Und die Tagesetappe über Sven auch Mur ist an sich eigentlich schon relativ anstrengend, je nach Wetter. Gut, mit dem Wetter hatten wir Glück, aber dadurch den ganzen Schnee auf dem Boden war das Vorankommen halt sehr, sehr viel schwieriger, als es was normalerweise ist. Hat es also ordentlich reingezogen, aber wir mussten dann am King's House Hotel angekommen. Ich verweise immer mal wieder, also denkt dran, dass ihr immer mal einfach mal vielleicht auf die Karte guckt, wenn ihr wollt. Die gibt es ja im Internet, dass ihr so ungefähr wisst, wovon ich rede. Am King's House Hotel angekommen mussten wir also jedenfalls einfach weiter. Das war für mich hart, weil ich leider weiß, weil ich ja eben schon ein paar Mal da war, dass im King's House Hotel eine vorzügliche Public Bar installiert ist, in der man ganz hervorragend diverse schottische alkoholische Spezialitäten konsumieren kann. Besonders witzig ist das Ganze, wenn man dann noch mit einem etwas größeren Grüppchen da ist, was bei uns ja der Fall war. Wir waren zu diesem Zeitpunkt jetzt schon zu viert. Zu viert waren wir. Weil wir uns vom letzten Zeltplatz hatten uns zwei andere Deutsche angeschlossen. So wird die Gruppe etwas größer, aber ich habe es ja schon erwähnt gehabt, eben in den kleinen Videoclips. Jawohl, ja. Und normalerweise ist das halt ein Mordsgaudi, wenn man eben in diesen Pub geht, dann am besten sein Zelt noch auf einer kleinen Insel im Fluss aufbaut, um dann im völlig nüchternen Zustand selbstverständlich von Stein zu Stein hüpfen zu müssen im Laufe der Nacht, um wieder zu seinem Zelt zu kommen. Und es ist einfach unglaublich motivierend, wenn jemand reinfliegt. Passiert eigentlich fast jedes Mal. Mich hat es auch schon mal erwischt. Das ist eins von Schottlands ganz, ganz wenigen Skigebieten. Wird wahrscheinlich nicht in Betrieb sein, da keiner mit Schnee gerechnet hat im Moment. Wir haben übrigens den 2. April. Das ist echt untypisch. Ja. Und das Etappenziel regulär wäre eigentlich dieses Gebäude. Da wir heute aber irgendwie krass drauf sind, wollen wir dann noch da hinten über den Berg und ins nächste Tal runter. Mal gucken. Böse Alkohol. Nein, nicht gut. Don't drink and hop von Stein zu Stein. Ja, wir mussten leider weiter. Daher konnten wir nicht in den tollen Pub da einkehren, was sehr zu meinem Verdruss war. Aber naja, dafür wusste ich, dass hier noch eine schöne Etappe kommt. Nämlich der Devil's Staircase. Zu dem läuft man auch erstmal noch ein Weilchen hin. Auch dazu hatte ich eben ja noch diesen Videoclip eingeblendet. Und ja, da sind wir dann hoch und dazu gibt es wieder ein schönes Filmchen.
Und dann gibt es noch ein schönes Filmchen, wie ich da oben stehe und genieße. Besonders eindrucksvoll ist es. Das ist immer insgesamt mit diesen Filmchen so, dass man ganz, ganz schwer wirklich filmen kann, wie da diese Atmosphäre ist in diesem Schottland. Diese Landschaft, die wirkt einfach auf einen mit allen fünf Sinnen und das nur optisch und mit irgendwelchen blöden Kommentaren meiner Person wiedergeben zu wollen, das wird der Sache einfach nicht gerecht. Ich habe es trotzdem versucht und naja. Ihr seht ja selber, aber es ist einfach großartig. Also geht da auch mal hin, wenn ihr wollt. Das kann ich wirklich nur empfehlen. Insbesondere dann, wenn Schnee liegt, dann ist das nochmal genialer als ohne. Ja. Ja, oben. Völlig am Arsch. Aber oben. Das ist der Devil's Staircase hier. Also die Aussicht vom Devil's Staircase. Trägt seinen Namen nicht ganz zu Unrecht, insbesondere wenn am 2. April plötzlich Schnee fällt. Manch einer könnte meinen, dass es sich für das Panorama lohnt. Ist natürlich nicht zu vergleichen, was ihr hier jetzt seht, mit dem, was man fühlt, wenn man hier jetzt wirklich hochgelatscht ist, was mit dem Schnee einfach unendlich anstrengend ist. Krasser Scheiß, Leute. Also ich bin jedenfalls jetzt fertig mit der Welt. Bin sogar als Erster oben. Das war jetzt so ein bisschen meine persönliche, völlig idiotische Idee, dass ich jetzt unbedingt als Erster hier hochstapfen muss. Dementsprechend, ja, im Prinzip eigentlich bescheuert, wenn man weiß, dass es noch 10 Kilometer weiter geht. Aber naja, was muss, das muss, ne? Also hier oben ist ganz toll. Die restliche Zeit, die ich hier jetzt alleine bin, genieße ich mal ohne euch. Am anderen Ende sind wir wieder runter, waren dann irgendwann wirklich ziemlich fertig mit der Welt. Das Doofe ist, der Weg hat dann immer mal wieder so Regenrinnen im Weg, die im Prinzip nicht weiter dramatisch sind. Das sind einfach so kleine Rinnen, über die macht man einfach einen mittelgroßen Schritt und ist drüben. Blöderweise haben wir durch den Schnee die Dinger nicht gesehen. Dazu kam es dann dazu, dass immer mal wieder irgendjemand in so eine Rinne getreten ist. Ich nicht, weil ich hatte Stöcke. Stöcke haben ist wirklich was Gutes, wenn man in unwegsamem Gelände unterwegs ist. Insbesondere brauche ich die wegen meinen Knien, weil ich eigentlich Arthrose habe. Ich gehe trotzdem wandern, bockt mich nicht, aber ab und zu ist so ein Stock dann doch mal ganz gut, bevor es noch schlimmer wird damit. Naja, wir sind dann irgendwann unten angekommen in Kinloch Leven, sind dann da gezwungenermaßen auf dem Zeltplatz. Es ist leider Gottes so, dass man keine andere Option hat, also auf dem Campingplatz, also sprich so ein Ding zum Bezahlen, meine ich. Man hat keine andere Option, weil man im Tal von Kinloch Leven, das ist komplett Siedlungsgebiet, da kann man sich auch nicht auf die erste kleine Grünfläche, die man findet, weil die irgendjemandem gehört halt eben, kann man auch kein Zelt aufbauen. Man müsste nochmal einen ganz, ganz fiesen Berg auf der anderen Seite von Kinloch Leven hochkraxeln, bis man zum nächsten möglichen Zeltplatz kommt, wo man wild campen kann, und das war nicht mehr drin. Zumal wir dann auch gerne noch in den Pub in Kinloch Leven wollten, wenn wir schon im King's House Hotel nicht im Pub waren. Und ja, entsprechend haben wir halt eben auf dem Zeltplatz genächtigt für, ich glaube, 7,5 Pfund oder 8 Pfund. Das ist eigentlich echt okay, zumal die da mittlerweile einen riesen tollen Trockenwagen aufgestellt haben. Also einen Trockenraum in Form eines Wagens, in dem ein riesiger Heizlüfter dafür sorgt, dass da enormste Temperaturen drin herrschen. Und was man da reinhängt, ist innerhalb von einer halben Stunde trocken. Also vielleicht nicht ganz eine halbe Stunde, aber ein Schlafsack komplett durchgeweicht. Ich könnte mir echt vorstellen, dass man dem Laufe eines Abends tatsächlich in ein Level von Trockenheit bekommt, in dem man wieder drin schlafen kann. Das ist zwar nicht nötig gewesen, aber ja, hätte funktioniert. Das ist schon eine gute Sache. Also den Campingplatz kann ich mittlerweile doch sehr empfehlen. Früher war der ein bisschen teuer dafür, dass er nichts Besonderes geboten hat, aber jetzt ist es eigentlich ganz okay. Die Duschen könnten einen Tick wärmer sein, aber ich bin ein Heißduscher. Ich dusche gerne super, super heiß. Das ist so ein bisschen Saunaersatz dann gleich. Ist nicht so, dass ich das unbedingt brauche, aber zur Entspannung ist das halt dann schon toll. Und da so ein Campingplatz im Wesentlichen meiner Meinung nach sich nur deshalb lohnt, weil man da duschen kann und möglicherweise Dinge trocknen kann, weil es einen Trockenraum gibt, dass man da sein Zelt aufstellen kann, dafür möchte ich kein Geld ausgeben in einem Land, wo ich das überall darf. Fast überall. Daher ist das immer so eine Sache mit den Campingplätzen. Aber gut, dafür waren wir nah am Pub und nah am Supermarkt, haben uns dann mal wieder diverse Sandwiches besorgt und allen möglichen schönen Junkfood reingehauen.
In Schottland gibt es tolle Junkfood-Sachen. Das ist schon super. Die englische Küche ist ja insgesamt wahrscheinlich nicht besonders gut, aber so die ein oder anderen Dinge, so gerade so aus dem Junkfood-Sektor, da haben die schon leckeres Zeug und ich muss zugeben, dass ich da drauf stehe, auch wenn es böse ist. In dieser Hinsicht bin ich ein schlechter Mensch. Jo, dann kam die letzte Etappe. Dummerweise hatte auf der Etappe davor eben diesen 30 Kilometer Mammut-Doppeletappenteil sich meine liebe Mitreisende irgendwie den Knöchel kaputt gemacht, weil sie zu weiche Schuhe dabei hatte, nämlich nur so einen relativ leichten, normalen Wanderstiefel. Ich hoffe mal, Wanderstiefel als Schuhkategorie ist euch ein Begriff, sonst erkläre ich das auch nochmal irgendwann. Ich hatte das Glück, meine Trekkingstiefel dabei zu haben, also wirklich hier dieses massive Teil. So ein Schuh wiegt, glaube ich, über 1100 Gramm. Das macht das Laufen nicht unbedingt angenehm, aber man kann durch jedes x-beliebige, unwegsame Gelände durchkommen, ohne dass man sich großartig den Fuß verletzt. Und sie hat halt dann die ganzen Steine, die überall auf dem Weg, der Weg bestand im Prinzip immer nur aus Geröll, nicht immer, aber doch große Stücke davon. Und da hat sie die Steine tatsächlich ein bisschen durchgespürt am Fuß, was dazu geführt hat, dass sie sich, gar nicht so sehr den Knöchel, mehr so die Fußsohle an sich hat sich dann einfach entzündet durch diese ständige punktuelle Belastung, mal hier, mal dort, mal da. Oder hat sie enorme Schmerzen gehabt, weshalb wir am Anfang nicht sonderlich schnell vorwärts gekommen sind. Gegen Ende sind wir dann nicht sonderlich schnell vorwärts gekommen, weil sie auch wieder enorme Schmerzen hatte und ich nicht mehr wollte. Beziehungsweise dann auch mal am Arsch war. Was mir halt gefehlt hat, durch eben das vorhergehende Training, so ein bisschen die Langzeitausdauer. Ich hatte gerade an der 30 Kilometer Etappe am Tag davor, da hatte ich echt einen guten Tag erwischt. Das ist bei mir auch immer ganz arg tagesabhängig, wie fit ich bin. Da habe ich einfach mal einen guten Tag, wo ich mich fühle, als hätte ich jetzt irgendwie den Super Mario Superstern eingesammelt. Und renne dann da durch, alles aus dem Weg hauend, was irgendwie im Weg zu sein scheint. Und dann gibt es halt Tage, da quäle ich mich nur so dahin und bin echt froh, wenn ich am Abend da angekommen bin und frage mich, warum ich eigentlich so ein komisches Hobby habe. Das ist aber wirklich selten. Also, dass es so schlimm ist, ist schon sehr selten. Aber man hat ja keine andere Möglichkeit, man muss ja weiter. Insbesondere, wenn man weiß, dass man sonst den Bus verpasst und nicht wieder nach Hause kommt. Oder jedenfalls nicht, ohne enorm viel Geld ausgeben zu müssen, um dann irgendwas anderes zu buchen. Ist auch irgendwie schön, dass es einfach die Option aufzugeben gar nicht gibt. Das macht es auch nochmal irgendwie interessanter. Das war sowas, was ich so spannend finde an solchen Trekkingtouren. Also ja, die letzte Etappe sind dann übrigens auch nochmal 20 Kilometer gewesen. Das klingt jetzt alles übrigens immer nicht so viel, ne? Also wenn ihr in Deutschland mal 40 Kilometer gelaufen seid, dann habe ich großen Respekt vor euch. Aber das ist nicht zu vergleichen mit Schottland, weil die Wege einfach halt was ganz anderes sind. Wenn man mit diesen blöden Regenschauern zwischendurch und wenn man halt auch schon wirklich viele Tage am Laufen ist und dann noch mit dem schweren Rucksack auf dem Rücken, ist das halt schon was anderes. Also wer das nicht kennt und jetzt meint, nur 20 Kilometer, das renne ich halbmarathonmäßig in einer Stunde und zwei Minuten oder was, ist schon nochmal ein bisschen was anderes. Wobei es übrigens auch wahnsinnige Schotten gibt, die den kompletten West Highland Way einmal durchrennen. Wir haben zwei getroffen, die haben gemeint, sie haben jetzt mal den halben gelaufen, so als Generalprobe, um dann im Sommer für den großen West Highland Way darauf fit zu sein. Und haben dann uns mitgeteilt, der Weg wird ab jetzt hier einfacher. Das war an diesem Tag, wo wir die ganzen Felsen entlang gekraxelt sind, wo es wirklich überhaupt nicht lustig war und es nur geregnet hat. Und der Weg wurde mal überhaupt nicht einfacher. Was ich wusste, weil ich schon da war. Aber im Prinzip habe ich dann gerade gedacht, oh, ihr seid Arschlöcher, warum behauptet ihr sowas? Ich weiß doch ganz genau, dass der Weg nicht besser wird. Die hatten, glaube ich, echt Spaß daran, an Touristen zu verarschen. Also, wobei, als Trekking-Tourist in Anführungszeichen, fühle ich mich eigentlich nicht so wirklich als Tourist, weil der Tourist ist ja der, der kommt, mit der Kamera drei Bilder knipst, noch ein Selfie vor irgendeiner Sehenswürdigkeit macht und wieder abhaut. Wenn du wirklich das halbe Land, gefühlt das halbe Land, natürlich nicht wirklich, zu Fuß durchquerst und immer in der Natur pennst, im Zelt oder sonst wie, ich fühle mich dann nicht als Tourist, muss ich sagen. Also irgendwie ist das nicht der klassische Tourist. Ich hoffe, ihr gebt mir da recht. Ja, letzte Etappe ist dann ansonsten landschaftlich vergleichsweise unspektakulär, wenn man sich eben diese Dinger da vorher anguckt. Und da ist auch eigentlich nicht mehr großartig viel passiert. Wir sind halt vor uns hingetrampelt, getrottet, geschlendert. Geschlendert nicht. Geschlendert ist zu entspannt. Es war mehr so ein Trotten. Besonders fies ist dann noch die letzten Meter bis zum Fort William Campingplatz. Auf den sind wir, weil wir dann halt nochmal duschen wollten, damit wir nicht den Bus voll stinken am nächsten Tag der Rückfahrt. Sonst hätten wir da auch nochmal irgendwo wild gecampt. Aber das mit dem Bus nicht voll stinken war uns dann doch ein Anliegen, damit uns nicht jeder hasst.
Also sind wir halt nochmal auf dem Campingplatz, aber die letzten Meter zum Campingplatz runter ist nur noch auf Vorstraßen, ziemlich guten Vorstraßen übrigens, aber auf denen ist wirklich nicht mehr gut laufen, wenn man vorher die ganze Zeit in der Pampa unterwegs war. Außerdem sind ultraschwere Trekkingstiefel für Vorstraße nicht geeignet. Deshalb bin ich im Wald auch immer gerne auf Trampelfahrten unterwegs, also hier auch in Deutschland gerne. Man kann da schon mal ein Stück auf Vorstraße laufen, aber wenn es die letzten 4 Kilometer nach vorangegangenen 16 Kilometern in sehr langsamen, unmotiviertem Tempo mit immer mal wieder Regen zwischendurch sind, macht keinen Spaß mehr. Außerdem tun mir immer relativ schnell die Füße weh. Ich ertrage das dann einfach. Ich habe bisher noch keine, in meinen 15 Jahren Trekking-Erfahrung, noch keine Möglichkeit gefunden, irgendwie was gegen schmerzende Füße zu unternehmen. Die tun am nächsten Tag ein bisschen weniger weh. Und irgendwann tun sie dann halt nur noch weh und dann muss man halt trotzdem weiterlaufen. Das hilft halt alles nichts. Längere Trekking-Touren ist nur was für Leute, die gerne irgendwie Schmerzen mögen. Da muss man schon irgendeinen Schaden für haben, dass man das mal gerne mag. Also es ist grundsätzlich so. Also jeder, der so eine Tour macht, der hat mindestens so ein oder zwei komische Schäden. Ist so. Glaubt's mir. Jawohl, sind dann eben auf dem Campingplatz dann nochmal eine gemütliche Nacht verbracht, haben uns dann viel Mühe mit dem Frühstück gemacht. Nahrungstechnisch, wie gesagt, ich bin jetzt nicht mehr groß darauf eingegangen. Wir hatten tatsächlich eben meistens diese lustigen Nudeln da. Wir haben uns nicht die Mühe gemacht, jetzt irgendwie großartig tolle Dinge zu kochen. Tolle Dinge kochen wäre auch möglich gewesen. Ich habe da zum Beispiel das Rezept für schottische Käsenudeln à la Jochen. Sehr gut. Oder rote Linsen mit Reis und feuriger Tomatensoße. Kann man auch unterwegs hervorragend machen, aber wir hatten keinen Bock. Außerdem, wenn es regnet, großartige Kochzeremonien abhalten im Regen ist auch scheiße. Feuer machen ging auch nirgends. Also von daher, aber es war schon irgendwie herrlich. Gerade durch diese harten Bedingungen hat das enorm viel Spaß gemacht. Und da ich gerade den Weg ja schon mehrfach gelaufen war, war das für mich jetzt echt mal was Neues, den in dauerhaft miesem Wetter zu laufen. Also wir hatten eben den Hardcore-Tag mit den 30 Kilometern. Da hat es tatsächlich den ganzen Tag nicht geregnet. Alle anderen Tage hat es entweder durchgeregnet oder es gab immer mal wieder Schauer. Also schon auf jeden Fall so, dass man seine Regenklamotten nicht großartig ausziehen konnte. Also, ja, es war schon alles so ein bisschen durchwachsen und dadurch hat es halt besonders viel Spaß gemacht. Also das war schon toll. Insbesondere, da ich auch noch meine liebe Begleiterin halt eben dabei hatte. Sehr gute alte Freundin, die ich jetzt seit 11 Jahren kenne. Hat uns sehr gut getan, dass wir mal wieder viel Zeit miteinander verbringen konnten. Wir sehen uns sonst auch häufig jetzt auch nicht mehr. War eine tolle Tour, hat mir enorm toll gefallen. Es tut mir sehr leid, dass ich nicht noch mehr filmen konnte und wollte. Und es hat einfach nicht sollen sein. Daher jetzt dieser unendlich ausführliche und super krass lange Bericht. ich bin euch schon dankbar, wenn ihr von Daumen runter abseht. Also mir keine Daumen runter gibt, bin ich schon glücklich und zufrieden. Wenn es euch zu viel ist, guckt es euch einfach nicht an. Aber das jetzt am Ende des Videos zu sagen, macht auch nicht viel Sinn. War ein schöner Urlaub. Ich werde versuchen, wenn ich dann nochmal die Fotos meiner lieben Mitreisenden auch nochmal habe, dafür muss ich sie erstmal besuchen, damit wir das Ganze USB-Stick-mäßig dann machen können, weil wir beide zu blöd sind, das irgendwie per Internet auszutauschen und es uns einfach zu viel Arbeit ist und zu doof. Per Dropbox oder ähnliche Systeme. Ich weiß, es gibt Möglichkeiten, aber das ist uns einfach zu dämlich. Daher machen wir das, wenn wir uns mal sehen. Und wenn ich dann ihre Fotos habe, dann baue ich mal noch einen kleinen Trailer zusammen, der im Prinzip wirklich nur das Bildmaterial, das ich jetzt euch gezeigt habe, plus Fotos von ihr zu so einem runden Bild zusammenschneidet. Das unterlege ich dann noch ein bisschen mit Musik. Und das wird dann das offizielle West Highland Way Video. Und das hier ist das inoffizielle Ding für Leute, die nachts nicht schlafen können und sich unbedingt hier meine Märchen-Onkel-Version der Wegbeschreibung anhören wollen. Ja. Dann hat es ja mit dem One-Take mehr oder weniger jetzt sogar funktioniert, beziehungsweise an den Stellen, an denen ich nicht weiter wusste, habe ich jetzt einfach das bisschen Bildmaterial, das ich hatte, eingeblendet. Wie ihr auch schon gesehen habt, was ich mir Text auch mal angekündigt habe, waren auch immer mal wieder hier oben oder da oder sonst wo ein paar alte Fotos von meinen bisherigen Schottland-Besuchen zu sehen. Das ist einfach nur nochmal so zur Aufmunterung gewesen. Da habe ich jetzt auch absichtlich jetzt gar nicht großartig was dazu gesagt. Ja, und jetzt machen wir aber wirklich Schluss. Es war wie gesagt eine tolle Tour. Damit habe ich jetzt auch meinen Soll erfüllt, euch da nochmal drüber was zu berichten. Und ich wusste nicht, wie ich das anders machen soll als Ultralang-Video. Tut mir leid. Und wenn ich jetzt hier noch im Wald rumgesprungen wäre beim Labern, hätte es das viel besser gemacht. Vielleicht. War aber zu faul. Sorry. Ja,
dann wünsche ich euch auf jeden Fall einen schönen Abend, eine schöne Woche. Es sollte Montag sein, wenn das hochgeladen wird. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.